In diesem Abschnitt verifizieren wir jetzt das, was wir vorher nur beobachtet haben. Wir definieren uns dazu den Begriff der Eigenfunktion, wenden dann die Linearität und die Zeitinvarianz an, um zu zeigen, dass die Exponentialfunktion Eigenfunktionen aller linearen und zeitinvarianten Systeme sind. Und kommen darüber dann zum Begriff der Übertragungsfunktion. Und wir werden dann praktisch uns angucken, wie man die Übertragungsfunktion aus einer Differenzengleichung herleitet. Zunächst aber mal zu dem Begriff der Eigenfolge oder Eigenfunktion eines Systems. Das sind eben solche Funktionen, für die das gilt, was wir gerade eben uns entwickelt hatten. Wenn man so eine Eigenfunktion reinschickt, dann ist die Grundantwort auf diese Eigenfunktion die Eigenfunktion wieder selbst, multipliziert mit einer komplexen Konstanten c. Ja, das kennzeichnet eine Eigenfunktion. Dass ich also wenn ich diese Eigenfunktion eines Systems nehme und die in das System reinschicke, dass dann hinten die gleiche Eigenfunktion wieder rauskommt, aber multipliziert mit einer komplexen Konstanten c. Und ich behaupte jetzt, dass die komplexen Exponentialfolgen Eigenfolgen aller diskreten, linearen und zeitinvarianten Systeme sind. Und das wollen wir uns als nächstes herleiten. Und dazu gucken wir uns nochmal an, was jetzt Linearität und Zeitinvarianz nochmal bedeutet haben. Das frischen wir nochmal auf. Das hatten wir zwar in der ersten Veranstaltung, ja, aber wiederholen wir nochmal eben. Zeitinvarianz bedeutete, dass eine zeitliche Verschiebung um einen konstanten Wert N0, dass das das Ausgangssignal nicht ändert. Also wenn ich jetzt statt das jetzt zum Zeitpunkt N gleich 0 einzuspeisen, zum Zeitpunkt N minus N0 einspeise, dann kommt die gleiche Grundantwort raus, nur um das gleiche N0 verschoben. Das ist das eine. Und die Linearität, die hatte zwei unterschiedliche Aspekte, die wir aber mit dem Begriff, dass das Superpositionsprinzip gilt, zusammenfassen konnten. Ja, also Linearität hat diese Form, können wir durch diese Form hier nachweisen. Wenn wir also ein Eingangssignal mit einer konstanten Mal nehmen, dann ergibt sich als Ausgangssignal die gleiche Grundantwort wie zuvor, nur eben mit dem gleichen Wert C1 mal genommen. Und das wenden wir, diese beiden Eigenschaften wenden wir jetzt auf eine Standard komplexe Exponentialfolge an. Die hatten wir uns ja gerade eben erschlossen, dass das ein Z0 hoch n. Das Z0 soll kennzeichnen, dass da das P0 irgendwie festgelegt ist und das TA auch. Das P0 ist ein Sigma-0 und ein J-Omega-0. Ja, und jetzt wenden wir einfach mal die Zeitinvarianz an. Wir sagen also, wenn unser System zeitinvariant ist, dann bedeutet das ja, das Eingangssignal, was sich jetzt schreiben lässt als Z0 hoch n minus n0, dass da dann als Ausgangssignal sich ergeben muss y von n minus n0. Ja, das können wir aus der Zeitinvarianz ablesen. Wenn also ein System zeitinvariant ist und wir eine Exponentialfolge dieser Form reinschicken, dann muss, wenn wir eine verschobene Zeitfolge reinschicken, auch die verschobene Grundantwort rauskommen. Wobei wir die Grundantwort noch gar nicht kennen. Ja, aber wir wissen schon, die Grundantwort, die sich da ergibt, die muss dann entsprechend auch zeitverschoben sein. Jetzt können wir aber aus diesem Ausdruck hier, mithilfe der Rechenregeln der Exponentialrechnung, diesen Ausdruck ja auch auseinanderziehen. Wir können da raus machen, Z0 hoch n mal Z0 hoch minus n0. Und das muss natürlich das Gleiche sein hier, muss natürlich das Gleiche rauskommen. Dieses Z0 hoch minus N0 ist eine Konstante. Und wenn wir uns jetzt wenn wir jetzt noch die Linearität voraussetzen, da gilt ja, dass wenn wir also ein Eingangssignal, hier unser Z0 hoch N, jetzt mit einer Konstanten multiplizieren, dass dann auch was Bestimmtes rauskommt. Da können wir das, was rauskommt, auch angeben. Das muss dann nämlich auch y von n mal z0 hoch minus n0 sein. Ja, das heißt also, dadurch, dass das jetzt auch linear sein soll, wissen wir, dass
Wenn ich jetzt das aus einer anderen Sicht, dieses Eingangsmodell aus einer anderen Sicht betrachte, nämlich aus der Linearitätssicht, dass dann das Ganze ja so aussieht, als sei das Eingangssignal Z0 hoch n nur mit einer komplexen Konstanten mal genommen. Das heißt, das Ausgangssignal ergibt sich dann ebenfalls als mit der komplexen Konstanten Z0 hoch minus n0 mal genommen. Sodass, da das ja sich hier beim Eingangssignal um das Gleiche handelt, ebenfalls das Ausgangssignal das Gleiche sein muss. Ja, wir können also jetzt dadurch, dass wir Zeitinvarianz und Linearität voraussetzen, können wir angeben, dass diese beiden Ausdrücke, der linke und der rechte Ausdruck, identisch sein müssen. Das Ergebnis ist also die Identität dieser beiden Ausdrücke und die wollen wir uns natürlich jetzt nochmal ein bisschen auseinander drüseln. Ja, da wollen wir uns jetzt ein bisschen Zeit für nehmen, das nochmal anzugucken oder das weiterzuentwickeln. Ich kann mir doch jetzt hier das n zu 0 setzen. Ja, wenn ich jetzt n gleich 0 einsetze, dann erhalte ich diesen Ausdruck, der aber für alle n0 aus z gilt. Ja, also hier habe ich jetzt ein y von minus n0, ist gleich y an der Stelle 0 mal z0 hoch minus n0. Dieser Ausdruck gilt immer noch für n0 aus z und deshalb darf ich jetzt das minus n0 substituieren zu einem neuen n. Ja, da ich hier jedes beliebige z einsetzen darf, kann ich mir jetzt wieder eine Laufvariable, die ich hier oben ja zu 0 gesetzt habe, mir die wieder einführen durch diese Substitution und erhalte dann den Ausdruck y von n ist gleich y an der Stelle 0 mal z0 hoch n. Ja, so wie es jetzt hier, wie es hier vorgegeben war. Und das ist aber jetzt nichts anderes als y an der Stelle 0 multipliziert mit dem x von n. Ja, wir sehen also jetzt, ich habe gezeigt, dass es sich bei der z0 hoch n um eine Eigenfolge des Systems handelt, also sowas, was wir gerade suchen wollten. Die komplexe Konstante ist gegeben durch dieses y an der Stelle 0. Dieses y an der Stelle 0, das ist eine Konstante, eine komplexe Konstante, und die können wir jetzt noch ein bisschen weiter charakterisieren. Die ändert sich nämlich mit der Frequenz z0. Also wenn ich jetzt ein anderes z0 wähle, ne, das Sigma oder das J-Omega oder das TA anders wähle, dann ergibt sich hier möglicherweise auch ein anderes z0. Ja, also das y0 ist abhängig von der Frequenz mit z0. Also wenn ich jetzt von der Frequenz z0 spreche, dann meine ich alle Komponenten, die da drin enthalten sind, nicht nur die Frequenz Omega. Ja, damit ist natürlich das y0 abhängig von der Frequenz und um das jetzt nicht mit dem Ausgangssignal zu verwechseln, führe ich einen neuen Buchstaben ein, das H. Ja, das, ich nehme jetzt also einen neuen Buchstaben, das Groß H. In dem Groß H, da kann ich jetzt für verschiedene Z0, also für verschiedene Sigma und für verschiedene Omega, jetzt quasi katalogisieren, wie diese komplexe Konstante aussieht. Ja, also wenn ich das mir jetzt gerade nochmal betrachte, für ein konkretes Z0, für einen festen Wert Sigma 0 und einen festen Wert J Omega 0, erhalte ich hier diese feste komplexe Konstante. Und wenn ich das für ganz viele komplexe Konstanten Z0 mache, für ganz viele Frequenzen Z0 mache, also ganz viele Kombinationen von Sigma 0 und J Omega 0, dann erhalte ich so diese Funktion H. Ja, also dann erhalte ich daraus eine Funktion und die nenne ich dann Übertragungsfunktion. Für die gilt ja jetzt, also wenn ich das z0 hoch n reinschicke, kommt hinten das z0 hoch n wieder raus, diese Eigenfolge, multipliziert mit der komplexen Konstanten h von z0 oder eben y an der Stelle 0, wie wir es eben genannt hatten. Jetzt haben wir es ja h von z0 genannt und wenn das für viele Frequenzen z0 gültig ist, dann erhalte ich so meine Übertragungsfunktion h von z. Also ich kann für alle z0, die ich hier eintragen darf, erhalte ich so eine Funktion und die nennt sich Übertragungsfunktion. Die Übertragungsfunktion ist nichts anderes als die Beschreibung der komplexen Konstanten, die dieses hier oben erfüllt, für beliebige z. Das gucken wir uns gleich auch noch an. Als erstes wollen wir uns aber jetzt praktisch dem zuwenden, wie man diese komplexe Konstante berechnet aus der Differenzengleichung. Ja, das kann man nämlich
wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal uns diese Differenzengleichung angucken, die wir schon mal als Beispiel hatten in der vorigen Veranstaltung, dann nutzen wir jetzt diese Beziehung, die wir gerade ausgerechnet hatten, dass nämlich, wenn ich eine Eigenfolge reinstecke, hinten die Eigenfolge wieder rauskommt, multipliziert mit der komplexen Konstanten h, die an der Stelle z0, die, wo das z0 durch diese Eigenfolge definiert ist. Ja, und das kann ich jetzt einfach einsetzen in meine Differenzengleichung hier oben. Ja, wenn ich das mache, erhalte ich für das y von n, erhalte ich h von z0 mal z0 hoch n, das setze ich hier ein, dann brauche ich jetzt noch ein y von n minus 1. Wenn ich in y von n minus 1, also wenn ich jetzt hier statt n n minus 1 einsetze, erhalte ich hier ein n minus 1, so wie es jetzt hier abgebildet ist. Y von n minus 1 ist also gleich h von z0 mal z0 hoch n minus 1. Das muss ich jetzt nur noch mit 0,5 mal nehmen, um das hier oben zu realisieren. Und dann kann ich dieses 0,5x von n, das kann ich direkt ablesen, das ist 0,5 z0 hoch n. Ja, so habe ich jetzt den Zusammenhang der Eigenfunktion, dass es sich bei dem z0 hoch n um eine Eigenfolge handelt. Den Zusammenhang, den habe ich jetzt hier ausgenutzt, eingesetzt in die Differenzengleichung. Ich kann hier immer noch ein konkretes z0 im Kopf haben, also sagen, ich nehme das für mein Sigma gleich 0 und Omega 0 gleich 4. Ja, da kann ich konkrete Werte einsetzen und dann kann ich jetzt hier einen echten konkreten Wert ausrechnen. Den Ansatz, das Einsetzen habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich das Ganze nur noch so umwandeln, dass ich dann eine Gleichung, dass ich daraus eine Gleichung für h von z0 bekomme. Ja, das kann ich ja durch geschicktes Umformen machen. Ja, also umformen hier, und das ist ja hier relativ einfach, dadurch, dass ich jetzt das h von z0 ausklammere. Ja, h von z0 bekomme ich dann so hin, mache ich eine Klammer um diese Terme hier. Als nächsten Schritt sehe ich, dass ich hier ein z0 hoch n minus 1 und z0 hoch n drin habe. Das sind vom Prinzip her noch Folgen, das sind noch Zahlenfolgen, ne, dieses z0 hoch n. Aber ich habe hier die Möglichkeit, das z0 hoch n von einem z0 hoch minus 1 zu trennen. Ne, mit den Rechenregeln der Exponentialrechnung. Kann hier also aus diesem Ausdruck machen, z0 hoch n mal z0 hoch minus 1. Und jetzt habe ich in jedem Term einmal z0 hoch n drin stehen, was niemals 0 wird. Und deshalb darf ich auf beiden Seiten dadurch teilen, wodurch ich das hier, hier und hier rausstreichen darf, sodass ich also dann den ganzen Ausdruck ohne ein z0 hoch n da stehen habe. Und um jetzt an dieser Stelle zu meinem h von z0 zu kommen, muss ich nur noch auf beiden Seiten durch diesen Ausdruck hier teilen. Ja, jetzt habe ich aus der Differenzengleichung für meinen konkreten Wert z0, ne, den haben wir uns ja bisher mal konkret vorgestellt, ein echtes z0, was ich wieder aufdröseln kann in die unterschiedlichen Terme. Ich kann natürlich jetzt hier auch noch das Ganze mit z0 erweitern, sodass ich dann hier keine negativen Exponenten habe, aber das ist eher so am Rande. Aber um jetzt nochmal auf das z0 zurückzukommen, das kann ein konkreter Wert sein. Das z0 hoch n, hatten wir gesagt, ist nur eine Abkürzung für e hoch p0t mal n. Und das kann ich weiter aufdrüseln, das p0 in Sigma 0 plus j Omega 0. Oder ich kann das auch noch weiter auseinanderziehen, wenn ich hier die Rechenregeln der Exponentialrechnung benutze. Und aus dem kann ich wieder das z0 ablesen, wenn ich nämlich jetzt das n entferne. Ja, also ich könnte hier an der Stelle das n, das hoch n ausklammern und die restlichen Teile weiter zerlegen. Dann kann ich sagen, okay, das z0 ist ja e hoch Sigma 0t mal e hoch j Omega 0t. Oder wenn man jetzt echte Signale nimmt, also solche Signale, die jetzt in der Signalverarbeitung überhaupt auch vorkommen, wo also das Sigma überhaupt 0 ist, dann hätten wir wieder so einen Term. Und da sind wir ja wieder genau bei unserer Exponentialfunktion,
beziehungsweise Exponentialfolge dann, wenn wir das Ganze hoch n nehmen. Und jetzt sehen Sie, was passiert dann. Dadurch, dass wir da ein n dazu nehmen würden, würden wir hier das Ganze, würden wir eine Exponentialfolge nehmen, die dann in abgetasteter Form erscheint. Ja, aber das lässt sich jetzt, das wollen wir jetzt auch durchaus durchführen. Wir wollen uns jetzt mal diese komplexe Zahl, also wir wollen das jetzt mal auf ein praktisches Beispiel anwenden. Unser Signalflussgraph, den wir noch vor Augen haben, den kann man ja realisieren. Und da können wir jetzt auch mit MATLAB natürlich eine Exponentialfolge einspeisen. Und dann muss uns ja dieser Ausdruck hier, das h von z, der Ausdruck, den wir jetzt gerade ausgerechnet haben, der muss uns ja tatsächlich eine komplexe Konstante ergeben, der die Amplituden- und die Phasenänderung unseres Signals wiedergibt. Also wir nehmen jetzt dann konkret mal ein Beispiel. Wir nehmen ein Signal, was mit der Abtastfrequenz 8 Hertz abgetastet wird, und wir nehmen ein Kosinussignal mit der Frequenz 1 Hertz, weil das so schön einfache Werte gibt. Das heißt also, wir können ausrechnen, Ft sind 8 Hertz, T ist eine Achtelsekunde damit, also die Abtastperiodendauer von Abtastsample zu Abtastsample ist eine Achtelsekunde, und das Omega 0, unsere Frequenz von dem Z0, was hier oben in dem Z0 drin steckt, also die Frequenz unserer Exponentialfolge, die soll 1 Hertz sein, also 2 Pi mal F, 2 Pi mal 1 durch Sekunde. Und das sollen wir jetzt ausrechnen, x von n, also brauchen wir nur in das Z0 hoch n, wollen wir das jetzt einsetzen, das ist, weil wir ein reales Signal haben, e hoch j, Omega 0, t, n. Da setzen wir jetzt alles, was wir hier oben haben, ein, mit dem Sigma gleich 0. Also e hoch j, 2 Pi mal 1, 1 durch Sekunde, das ist das Omega. Das t ist ein Achtel, die Sekunden kürzen sich dabei dann entsprechend weg. Und wir haben noch das n da drin. So können wir jetzt auch zum Beispiel in MATLAB unsere Exponentialfolge uns erzeugen. Und das wird zu einem e hoch j Pi Viertel mal n. Das können wir jetzt hier noch die 2 noch gegen die 8 kürzen. Dann ist das unser Z0 hier. Das hier ist Z0 hoch n, Entschuldigung. Also das hier ist Z0 hoch n. Z0 ist also e hoch j Pi Viertel. Wenn wir jetzt also mit Z0 hier oben in den Ausdruck reingehen, wenn wir da also jetzt Z0 einsetzen, das y von n soll sich ja ergeben als h von Z0, was hier steht, mal Z0 hoch n, dann ist das gleich 0,5 mal e hoch j Pi Viertel geteilt durch e hoch j Pi Viertel minus 0,5. Einfach nur das hier stumpf, das e hoch j Pi Viertel für Z0 eingesetzt. Und hier hinten haben wir wieder das Z0 hoch n, also muss man darauf aufpassen, hier steht ja kein hoch n dabei. Das Ganze ist quasi eine Zeitfunktion. N ist ja unser Zählindex, der mit der Zeit korrespondiert. Hier haben wir unsere Zahlenfolge. Das hier ist keine Zahlenfolge, obwohl da das Z0 auch drin steckt, aber hier fehlt ja das hoch n. Das ist nur noch ein konstanter Wert. Und wenn man das mal ausrechnet, hier 0,5 e hoch j Pi Viertel geteilt durch und so weiter, dann kommt man darauf auf einen ungefähren Wert von 0,68 mal e hoch minus j 29 Grad. Ich habe das jetzt hier extra wieder in Grad angegeben, weil man das dann vielleicht leichter interpretieren kann. Das ist also der konstante Vorfaktor, der für die Frequenz 1 Hertz gilt. Und hier hinten ist die entsprechende Zahlenfolge, die wir ja als Eingangssignal gewählt haben. Ja, und das wäre dann, wenn man das jetzt hier wieder zusammenbastelt, eine Exponentialfolge, die mit dem Faktor 0, wo die Amplitude mit dem Faktor 0,68 multipliziert ist und die Phase um den Wert 29 Grad phasenverschoben ist. Ja, und das kann man jetzt nicht nur, das kann man jetzt nicht nur theoretisch hier da sich aufmalen, sondern man kann das auch tatsächlich praktisch zeigen, dass das so ist. Ja, ich habe hier nochmal unseren Signalflussgraphen als Simulink-Modell gebastelt und das Ganze einmal ausgeführt. Ja, und jetzt sieht man hier,
Das Gelbe ist das Eingangssignal. Das Blaue ist das Ausgangssignal unseres Systems. Man sieht, dass es hier ein Sinus sein soll. Ja, dadurch, dass es halt abgetastet ist, sieht es nicht ganz so schön rund aus. Man kann sich das aber klar machen. Und wenn man jetzt hier das Ausgangssignal Sinus sich anguckt, ist der Wert hier, das ist ja hier die Höhe an der Stelle, die hat hier einen Wert von 0,65. Ja, 6,5 mal 10 hoch minus 1 ist also entspricht ungefähr dem Wert, den wir hier abgelesen haben. Ich habe hier natürlich einen Sinus reingeschickt, das ist hier die Summe zweier Exponentialfunktionen. Ja, und wenn ich die Summe zweier Exponentialfunktionen reinschicke, kommt auch wieder die Summe der beiden Exponentialfunktionen raus. Entsprechend kann ich hier jetzt ungefähr den Wert ablesen, den die Amplitudenveränderung ausmacht. Und das ist tatsächlich der Wert, den ich hier mit 0,68 berechnet habe. Den kann ich auch hier in dem Simulink-Teil kann ich den auch messen. Sie sehen, ich bin hier mit 1 reingegangen. Die Veränderung ist 0,68. Und wenn man jetzt genau nachgucken würde, würde man auch die Phasenverschiebung um 30 Grad rauskriegen von diesem einen von hier bis nach, das ist ja hier ein bisschen rechts von dieser Mitte, von da nach da. Das könnten ungefähr 30 Grad sein, kann man sich vorstellen. Das sieht man jetzt nicht mehr ganz so gut, aber man sieht, dass die Amplitudenveränderung von 0,68 mit dem Faktor 0,68, dass die ungefähr hinkommt. Ja, also Übertragungsfunktion hat nicht nur eine theoretische Bedeutung, die man nicht erfassen kann, sondern es kennzeichnet echt die Veränderung einer harmonischen Schwingung, der Amplitude einer harmonischen Schwingung beim Durchlaufen des Systems. Das ist der Faktor, mit dem diese entsprechende harmonische Schwingung multipliziert wird. Damit kommen wir dann zur Verifikation der Ergebnisse. Wir haben Eigenfunktionen eingeführt, ja, also den Begriff der Eigenfunktionen kennengelernt, hatten dann Linearität und Zeitinvarianz, die beiden Postulate angewendet, um zu zeigen, dass alle komplexen Exponentialfolgen Eigenfolgen und Eigenfunktionen der diskreten Systeme sind, sobald sie linear und zeitinvariant zugleich sind. Also wenn man diese beiden Postulate voraussetzt, haben wir gezeigt, dass dann Exponentialfolgen Eigenfolgen sind. Und wir haben gesehen, wie man die Übertragungsfunktion, also diese komplexe Konstante, die ja dann für eine solche harmonische Funktion wichtig ist, wie man die aus der Differenzengleichung ermittelt. Und das sollen Sie jetzt im nächsten Abschnitt mal selber machen.